Südtirol in Italien. Schöne Berge, perfekte Winterlandschaften. Wir sind unterwegs im Ultental und haben eine Mission. Das perfekte Winterauto für den ultimativen Spaß im Schnee zu finden. Ganz Deutschland jammert. Eine Chaosmeldung jagt die nächste. Schneemassen ohne Ende. Wo sind denn die Jungs geblieben, die sich freuen darüber, dass es schneit? Okay, Staus sind schon nervig, aber wir wollen heute mal zeigen, was Schnee für einen Spaß machen kann. Vier Allradler im Magazin und damit herzlich willkommen. Kandidat Nummer 1, der bayerische Bullterrier. Der BMW X6M. M für mehr geht nicht. M für Mischung aus verschiedenen Autokonzepten. M für macht 109.000 Euro. Wir quälen ja so Autos gerne mal über eine normale Straße, also über den Asphalt, über den trockenen. Und da werden wir den Autos gar nicht so richtig gerecht. Hier, wenn der Untergrund lose wird, dann sind sie zu Hause. Die Gene des Bayern könnten ihn zur ultimativen Winterspaßmaschine krönen. Hoher Aufbau, Allradantrieb und einen mächtigen Dampfhammer unter der Haube. Das, was wir hier zumindest sehen, ist, dass er mal richtig vorwärts geht. Er muss lenken wie ein Großer. Der brüllt nur der V8 Biturbo. 555 PS stehen hier in dem V8 Biturbo zur Verfügung. Und das gar nicht mal so schlecht wirklich. Zwei Turbolader machen dem 4,4 Liter Motor mächtig Druck. Beim X6 merkst du einfach, das Ding hat Leistung in jeder Lebenslage. Es schiebt nach vorne. Die Fahrdynamik, ich meine, wir sind nur auf Schnee und Eis gefahren, aber es lässt schon erahnen, dass dieser riesen Monsterkoffer um die Ecke geht, als wäre es ein Sportwagen. Der X6M schafft es tatsächlich, das Gefühl einer Sportlimousine zu vermitteln. Wir haben ja in der Zeit, bevor es Porsche Cayenne gab, bevor es X5 und ML gab, haben wir ja nie gedacht, dass ein Geländewagen oder ein SUV in der Kategorie, in sich das Auto befindet, nur ansatzweise so sportlich fährt. Jetzt haben wir hier mit dem X6M ein Auto. Okay, wir fahren durch Schnee und Eis und wir driften und lassen es richtig krachen. Aber die Fahrdynamik, die in einem solchen Panzer steckt, das ist wirklich beeindruckend. Schließlich wiegt der kräftige Münchner satte 2,4 Tonnen, ist über 1,68 Meter hoch, hat einen Schwerpunkt wie ein Brauereipferd und trotzdem geht es in 4,6 Sekunden auf 100. Technisch faszinierend, aber auch das Richtige für den Spaß im Schnee? Mit den Walzen, die der X6M hier drauf hat, fährst du zweimal über die Piste. Ja, danach hast du alles mal schön weggefräst. Du hast ein variables Allradsystem, sprich, es wird variabel geregelt zwischen Vorder- und Hinterachse, wo entsprechend die Leistung hin soll. Und dann nochmal auf der Hinterachse gezielt, welches Rad ein bisschen mehr haben dürfte. Das sicherlich in erster Linie, um aus der Kurve trockenen Straße raus zu beschleunigen, aber so wird nochmal auch hinten unterschieden. X-Drive heißt die Allradtechnik bei BMW. Und der X6 ist das erste M-Modell, das mit Allrad fahren darf. Über eine Lamellenkupplung wird in Millisekunden die Kraft an die Räder verteilt. Im Normalfall gehen 60% der Kraft nach hinten. Aber irgendwann ist der Punkt gekommen, da nimmt er einfach mal die Leistung weg. Da sagt er, irgendwas ist mir jetzt hier so ein bisschen koscher, regel mal alle Leistungen raus. Und das, obwohl die Elektronik komplett aus ist, also die Fahrhilfe. Der X6 ist ein Luxus-Hightech-Dampfer. BMW hat hier alles reingepackt, was im Regal steht. Feinstes Leder, Internetanschluss, 6-Gang-Automatik. Ein voll ausgestatteter X6M kommt auf über 130.000 Euro. Niemand, und ich behaupte einfach mal, niemand wird mit diesem Auto quer durch Afrika fahren und irgendwie sich im Gelände einwühlen
oder irgendwo in der Uckermark, keine Ahnung, Schlammpackungen suchen. Mit dem Auto definitiv nicht. Fürs grobe Gelände ist er zu schade. Aber wie sieht die Wertung als Schneemobil aus? Das perfekte Auto bei diesen Witterungsbedingungen ist mit Sicherheit kein X6M, weil dazu hat das Auto einfach schon wieder zu viel Leistung. Es ist ja schön und gut, dass ich mit dem Allradantrieb nach vorne komme, aber wann immer ich bremsen muss, und bei Glatteis ist es wurscht egal, ob ich 4, 2 oder 6 angetriebene Räder habe, wenn es glatt ist, ist glatt, und beim Bremsen sind sie alle gleich. Wenn du bremsen musst und du musst 2 Tonnen bremsen oder eine Tonne bremsen, ich meine, da waren wir in der Physik alle mal, 5., 6. Klasse. Wenn die Masse mal schwingt, dann schwingt die Masse. Ganz entscheidend. Sind wir mal ehrlich, im Endeffekt, wenn ich im Schnee ein bisschen quer fahren kann, da ist mir jedes Auto recht. Das ist egal, ob das X6 ist oder was auch immer das sein mag.